Noah lebte mit Gott. Also erste Frage schon an uns. Lebst du mit Gott? Dreht sich irgendwas in deinem Leben tatsächlich um Gott? Und deine Antwort sollte sein, ja oder nein. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Noah tat alles, was Gott gebot. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Gott offenbart Noah laut Text dieses: das Zukünftige seiner vorhandenen Welt, dass da eine Flut kommt, also kommen wird, und dass er ein Schiff bauen soll. Ja, und dann bekam er konkrete Anweisungen in Ingenieurwissenschaften. Frage ist, in welchem Zusammenhang steht unser Text? Und da muss man kurz zurückgehen, als Gott an Noah ansprach. Und bevor Gott Noah anspricht, steht im Text in Vers 9, Noah lebte mit Gott. Also erste Frage schon an uns, lebst du mit Gott? Und deine Antwort sollte sein, ja oder nein. Also deine Antwort sollte zum Beispiel nicht sein, ja, irgendwie strukturiere ich meinen Tag, lese in der Bibel, ich habe sogar einen fleischfreien Tag und sogar einen richtigen Fastentag. Also, ich ziehe meine Befriedigung aus diesen Dingen. Paulus sagt an einer Stelle in der Bibel, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Also, nochmal die erste Frage an uns. Lebst du mit Gott? Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Quatsch, das war natürlich nicht Hebräer 11, Vers 1, oder? Doch, Hebräer 11, Vers 1. Also, aber lasst uns das mal aus dem Griechischen rauslesen. Und dann heißt es so. Der Glaube ist die Realität, der Beweis dessen, was wir hoffen, was wir nicht sehen. Den Glauben in sich tragen ist das Christusleben in dir und sichtbar an dir. Zweite Frage an uns. Identifizieren die Bibeltexte dich, egal ob im Positiven oder Negativen, sind die Texte deine Lebensbeschreibung? Der Glaube ist eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, an dessen, was man hofft. Wer den Glauben aus der Verbindung mit Christus hat, kennt die Fakten seines eigenen Lebens. Nochmal, jetzt im Hebräer 11, Vers 7 finden wir auch ein Zeugnis über Noah. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Wie muss man sich das vorstellen, dass Noah diesen Glauben erlebte? Ist es einfach nur eine spirituelle Erfahrung? Wir wissen es schon längst aus Vers 9 in Mose 6. Noah lebte mit Gott. Wo Glaube zum Werkzeug wird für die eigene Vorstellung, ist es kein biblischer Glaube, der sich innerhalb einer Gottesbeziehung befindet. Noah lebte mit Gott. Also die erste Frage nochmal an uns. Lebst du mit Gott? Zweite Frage an uns. Identifizieren die Bibeltexte dich, egal ob im Positiven oder Negativen, sind die Texte deine Lebensbeschreibung?
Dreht sich irgendwas in deinem Leben tatsächlich um Gott? Lebst du mit Gott? Identifizieren die Bibeltexte dich? Noah tat alles, was Gott ihm gebot. In Klammern, Vers 9, Noah lebte mit Gott. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11.